So, hier die Schönen sind wieder da. Und jetzt ein Beitrag von Patrick Aigner, Intuition, die Seele jenseits der Gefühle. Wunderbar, wir sind sehr dankbar, freuen uns und ja, und sind dankbar für deinen Beitrag, Patrick. Genau, du hast was vorbereitet, du bist Autor und hast darüber schon was geschrieben und hattest die Intuition, uns davon eintauchen zu lassen. Und übergeben direkt an dich, dass du loslegen kannst. Gut. Kann ich? Mhm. Jawohl. Ich halte nichts davon, Intuition als Werkzeug einzusetzen, um etwas zu leben, was für mich nicht gedacht ist, für was ich nicht gemacht bin, für jemanden also, der ich nicht bin. Intuition als Zauberstab, als fliegenden Teppich lehne ich also ab. Meine Herangehensweise an das Leben ist eine andere, eine vom Ergebnis ausgehende. Und ich kann das, was ich Ergebnis nenne, mir weder aussuchen noch ändern. Ich kann nicht mal sinnvoll darüber nachdenken. Ich kann nur sehen. Ich kann nur sehen, was eh schon entschieden ist. Sehen, was ich sein kann, was ich sein werde. Aber langsam. Wir haben mehrere Möglichkeiten zu sehen. Wir können mit dem Herzen sehen oder mit dem Verstand. Von beiden ist hier nicht die Rede. Ich will hier sprechen vom Sehen mit der Seele. Also auch nicht vom Bauchgefühl. Von dem schon gar nicht. Sehen mit der Seele ist gar nicht so einfach. Man kann nicht immer und überall auf sie zugreifen. Sie ist ein wandelbares Ding. Manchmal mag sie nicht. Manchmal ist sie versteinert. Manchmal zieht sie sich in sich zurück und lässt mich draußen stehen. Und vieles interessiert sie nicht. Zum Beispiel kann ich sie 100-mal vergeblich befragen, ob für mich dieser oder jener Partner der richtige ist. Ob ich vielleicht offene Zweierbeziehung oder doch lieber nur Freundschaft mit Sex leben sollte, wenn es nicht ihr Thema ist. Die Seele ist eine Diva. Sie schert sich einen Dreck darum, was mein Blechschädel für wichtig hält. Sie hat ihre Bilder und die zählen und sonst nichts. Ich kann auch an der Seele und ihren Bildern vorbeileben. Kann damit sogar einen Haufen Geld verdienen. Aber das eingenommene Geld wird nie da sein. Ich steckte es in die linke Hosentasche und nahm es aus der rechten und gab es aus. Geld, viel Geld, verpufft, weg, ins All. Für mich bedeutet Intuition also, den Bildern meiner Seele zu trauen, will sagen, meine Seele schauen zu lassen, wenn sie im Schauen-Modus ist. Und in der Zeit, in der ich dann wieder keinen direkten Zugriff auf meine Seele habe, das zu tun, das geschehen zu lassen, was mich diesen erinnerten Bildern näher bringt. Die Seele will gar nicht so viel. Meist nur ein, zwei Sachen. Bei mir war und ist es der Beruf, das Schreiben also. Und nun steht die Ortsveränderung an. Kreuzberg, es muss Kreuzberg sein. Oranienstraße, Heini, Kotti. Diese Orte passen in keine Liste von den Orten dieser Welt. Für mich nicht, für meine Seele nicht. Der Blechschädel kann dafür oder dagegen Argumente finden. Vollkommen egal. Meine Knie können bei dem Gedanken an diese Ecke der Welt weicher werden oder nicht. Untergangsfantasien oder Erfolgs- und Durchbruchsfantasien. Sie wechseln sich ab, aber sie ändern nichts. Die Seele
hat mir ihre Bilder gezeigt, viel zu lange schon, und ich muss gehen. Ich muss gehen, bevor mir alles um die Ohren knallt. Um endgültig als Autor zu leben, habe ich so lange gewartet, bis nichts mehr ging. Ich dachte immer, ich müsste erstmal meine Schulden auf die Reihe kriegen und ein paar Mark auf der hohen Kante haben. Das war Schwachsinn. So läuft das nicht. Nichts läuft so. Aber das wusste ich damals nicht. Und es passierte, was passieren musste. Da ich meine Seele dieser herrschsüchtigen Dame nicht gefolgt bin, sondern mich dem Gequatsche in meinem Blechschädel zugewandt hatte, flog mir meine alte Welt um die Ohren. Firma weg, Führerschein weg, total pleite, Schulden, Schuld, Scham. Doch Schuld und Scham nur für Minuten. Ich weiß noch, wie ich nachts bei den Bullen in einem winzigen abgeschlossenen Durchgangsraum auf einer viel zu kleinen Bank lag und auf das Ergebnis des Blutalkoholtests nicht wartete. Und da war es. Da war sie. Meine Seele. Meine Göttin. Und sie fragte: Ist es nun endlich vorbei? Ist jetzt endlich gut? Und ja, es war gut. Und dann schrieb ich und schrieb ich und schrieb ich. Und es gingen Türen auf und ich wurde unterstützt. Und es kam so mancher Engel in mein Leben. Doch es blieb und ist auch Kampf, immer wieder. Das Bild meiner Seele, Patrick als Autor mit dem Koffer in der Hand, auf dem Weg in eine andere Großstadt, um zu lesen. Dieses Bild also gegen meine Gefühle und meine Gedanken gewinnen zu lassen, besonders wenn da Angst aufkommt. Sich dem Blick der eigenen Seele zu unterwerfen, fühlt sich immer wieder an wie der Sprung in den Wahnsinn, wie der Sprung in eine nicht zu kontrollierende Weite. Und das ist es auch, der Sprung in die Weite. Damit wird aus dem eigenen Leben ein echtes Leben, ein lebendiges Leben. Das Gefühl, im falschen Film zu sein, verschwindet in dem Moment, wenn ich mein Vertrauen meiner Seele schenke. Das Vertrauen also vom Verstand und vom Fühlen abziehe. Und solltest du dich von dem hier Gesagten angesprochen fühlen, dann musst du noch eines wissen. Du stehst erstmal allein. Die anderen Frösche in dem Tümpel, in dem du dich bisher rumgetrieben hast, werden dir auf 101 Weise klarzumachen versuchen, dass es nicht funktionieren wird. Dass es bei dir nicht funktionieren wird. Sie wollten es ja alle selber schon, hätten es auch gemacht. Wenn nur, wenn. Ach, wenn. Vielen Dank. Magst du uns verraten, das aus einem Buch, aus welchem Buch das von dir ist, oder ist das ein was extra, was noch gar nicht veröffentlicht ist? Das habe ich extra für den Abend heute geschrieben, aber ich werde es wahrscheinlich irgendwo verbraten. Wow. Du bist lieb. Es wird sicher irgendwo erscheinen mal, ja. Die Frische aus dem Tümpel.
So heißt das Buch. Die Frösche aus dem Tümpel, der Titel steht schon. Oh, sehr, ist angekommen, spürbar und ja, sehr lebendig. Schön. Ach, der Blechschädel hat mir gefallen. Das ist cool. Ja, das hilft irgendwie, das alles nicht mehr so verdammt verbissen und ernst zu nehmen. Ne? Mhm. Und letztendlich ist gleichzeitig da drin, aber eine Tiefe drin. Ja, ganz schöne Tiefe. Interessant ist die gleiche Intensität, ob du sprichst oder still bist. Solltest mich mal sehen nach 5 bis 10 Bieren, dann ist die Intensität ein bisschen anders. Naja. Macht Lust auf mehr. Mit Patrick. Ja. Ich freue mich schon auf September. Okay. Ja, wir uns auch. Vielen Dank. Danke. Gut. Ciao. 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 Kommt er nach Leipzig, oder? Sendung. Zum Thema Beziehung, Partnerschaft. Oh wow, da geht's ab, ne? Ja. Das größte Buch von ihr. Er macht's online, ja. Ja. September. Mhm. Okay, nochmal vielleicht ein paar Informationen. Wir sind in den Chat sind alle Informationen geschrieben. 20:20 Uhr. Nee. 20 Uhr Sadla. 20:20 Uhr. Sagarika, 40 Karl und Schwala Gampa. Und gerne, wenn ihr euch dann hier anmeldet, ihr braucht nur auf den Bleistift zu klicken, Nickname zu schreiben, dann könnt ihr auch ändern. Und natürlich, wenn es stockt, hier habt ihr die Möglichkeit, die Qualität auf High oder Low zu stellen. So könnt ihr das an euren Browser anpassen. Wir haben jetzt 5 Minuten. Ja, und dann geht's weiter mit Sarla. Sarla, da sei es jetzt nochmal vielleicht ein schönes Lied von Enjoya. Das haben wir in Wien aufgenommen. Oh. Bis gleich. Bis gleich. Okay.